Es ist ein besonderer Anlass. Es ist nicht jeden Tag, dass vor dem alten Rathaus, Stadtmuseum, Stadtbibliothek, jemand eine Statue aufstellen kann. Das ist nicht so alltäglich. Der Anlass, da wird die Heidi dann sicher noch einiges dazu sagen, ist ein besonderer und deswegen wollen wir das auch machen, gemeinsam machen. Danke vor allem an die Jugend. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Ihr könnt euch noch erinnern, wie wir gesessen sind in der Jury und dann haben wir versucht, ein Projekt herauszufinden, das am besten passt. Und da möchte ich mich vor allem bei der Ulla Reitmeier bedanken, die auch da hinten steht, die es geschafft hat, dieses Projekt auch umzusetzen. Dann haben wir uns aber für einen Ort eigentlich entschieden, und zwar hier für das Stadtmuseum, für die Stadtbibliothek, weil das eben das alte Rathaus war und eben in den 1930er Jahren vorher und nachher ganz viele Entscheidungen hier getroffen wurden, auch einfach nur ausgefolgt wurden, wo andere Entscheidungen an anderen Orten getroffen wurden. Und da waren einfach schicksalhafte Entscheidungen dabei, die viele, viele Menschen hier betroffen haben. Und zwar soll das eine Skulptur sein für alle Opfer des Nationalsozialismus. Ja? Es war uns immer ganz wichtig, dass wir nicht nur eine Gruppe herausnehmen, die Opfer waren, sondern ganz viele Opfergruppen waren dabei. Und wir wollten kein teures und nichtssagendes Mahnmal errichten, sondern wie bei der Brücke der Begegnung im Schlosspark wollten wir wieder die Jugend mitarbeiten lassen und wir hoffen auch, dass das ein Ort des Respekts sein wird und dass es nie notwendig ist, dass wir es, so wie es in Wien jetzt war, wir es womöglich bewachen müssen. Das ist es von meiner Seite aus. Ich gebe das Wort an die Künstlerinnen. Also, sehr geehrte Damen und Herren, also im Rahmen des Projektes hatten wir halt den Auftrag, einen Entwurf an das Gedenken der Opfergruppen des Novemberpogroms zu gestalten. Und es war halt eigentlich schon relativ rasch klar, dass das Ganze eine Figur werden sollte, die stellvertretend für alle Opfergruppen des Novemberpogroms steht. Also, es ist unsere Statue. Sie sitzt nachdenkend und träumend da. Sie hält eine Kamille in den Händen, die als Zeichen der Hoffnung und Freude stehen soll. Die Dornenrosen am Rücken, die noch nicht gepflanzt sind, sollen den dauernden Schmerz, die diese Opfergruppe erleiden musste, darstellen. Bei der Verwirklichung unseres Projekts hatten wir professionelle Unterstützung von Frau Professor Eigner und Frau Magister Reitmeier, weshalb wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken wollen. Unser Dank der Stadtgemeinde Bad Vöslau bzw. Frau Effenberger und Frau Magister Gebhardt, die uns ermöglicht haben, unser Projekt zu verwirklichen. Wir wünschen uns, dass viele Menschen die Gedenkstätte aufsuchen und unsere Figur ewig daran erinnert, welche Leiden Kriege mit sich bringen. Und wir hoffen, dass in Zukunft Grausamkeiten, Verfolgung und Hass ein Ende haben. Und schließen mit dem Zitat von Mahatma Gandhi ab. Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Viele von Ihnen wissen vielleicht nicht, dass ich 20 Jahre Milizunteroffizier war und gelernt habe, wie man ein Vaterland, eine Familie verteidigt, auch mit Waffengewalt. Ich bin aber 40 Jahre Pfadfinder und die 40 Jahre sind mir noch wichtiger, weil da habe ich einer unserer acht Gesetzespunkte immer beachtet. Der Pfadfinder achtet alle Menschen und versucht sie zu verstehen. Und wenn man das in die Hand nimmt, indem er sagt, ich achte alle Menschen und ich versuche sie zu verstehen, dann hat es vielleicht einen Hintergrund, wenn ein Träumer da sitzt und nachdenkt, was ihm gerade wichtig ist. Und mir geht es ja oft auch so, dass ich versuche nachzudenken, was ist gerade für die Stadt gut
und ich weiß, dass das für die Stadt gut ist. Es ist ein gutes Zeichen und genau hier ist es ein gutes Zeichen vor dem alten Rathaus. Und deswegen haben wir das gemacht und deswegen noch einmal, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, noch einmal ein großes Dankeschön an alle, die da mitgeholfen haben, die die Idee gehabt haben, die es umgesetzt haben. Für mich ist es ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass in Bad Vöslau nicht verheimlicht wird. Es wird in Büchern offengelegt. Wir arbeiten gemeinsam zusammen und wir schauen gemeinsam in die Zukunft. Und ich glaube, er oder sie, eher ein er, denkt gerade darüber nach. Und er träumt vielleicht von einer schönen Zukunft. Und ich glaube, da hilft uns oft der liebe Gott. Und ich würde mir jetzt einen Segen von den beiden, wir haben die evangelische und die katholische Kirche heute bei uns, und ich würde mir wünschen, wenn ihr vielleicht einen Segen sprechen könnt. Meine Diplomarbeit fürs Magisterium war 1938 bis 1945 unter Stift Melk mit seinen Pfarren. In meiner Diplomarbeit kam auch die Pfarre Bad Vöslau vor, nicht wissend, dass ich bereits 15 Jahre hier Pfarrer bin. Der damalige Pfarrer spielte leider keine gute Rolle. Pater Zölestin Schöcko, der dann wieder weggekommen ist. Und die Verbindung zwischen Rathaus und Gotteshaus, Kirche und weltliche Macht, wie es im Fachjargon heißt, ist wichtig, dass das, was unsere jungen Freunde träumen, auch Realität wird. Wir träumen alle den guten Traum. Es möge uns gelingen, dass es nie zu einer Wiederholung kommt. Und so wollen wir beide mit dem Aaronsegen diese Gedenkstenke, unser Beisammensein segnen. Dieser Aaronsegen ist der allerälteste biblische Text, der erhalten ist, auf einem kleinen Silberröllchen im Israel-Museum zu sehen, seit 3000 Jahren von jüdischen Priestern gebetet und bei uns praktisch auch am Ende jeden Gottesdienstes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dankeschön.